So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge 7 Days to Die. Wir haben in der letzten Folge auf den Baum eingeschlagen, jetzt schlagen wir auf den nächsten Baum bereits ein. Wir brauchen nach wie vor noch Holz, um uns diese, wie heißen die eigentlich? Spitzer Stamm. Sehr origineller Name. Spitzer Stamm zu machen. Und uns auf die Tag 7 Horde so langsam vorzubereiten. Wir haben zwar erst Tag 5, aber der frühe Vogel säuft den Wurm. So, die Kleine nehmen wir auch noch mit. Das Bier, was wir getrunken hatten in der letzten Folge, ist auch weg. Der war schlecht. Irgendwie fängt die Folge immer gleich an. Den ersten Zombie, den ich sehe, schieße erstmal einen Kilometer weit vorbei und treffe nicht. So, Vogelnester nach wie vor sehr gerne. In der allerersten Folge war es auch so, ich habe 3 Hirsche, glaube ich, am Anfang gesehen. Und jetzt schon wieder 5 Folgen, was heißt 5 Folgen? 10 Folgen, keinen einzigen. Obwohl ich ja auch dauernd durch den Wald renne. Vor allem jetzt, wo ich Fleisch bräuchte, finde ich keine mehr. Wie es so ist, was man braucht, kriegt man nicht. So, Mülleimer, der ist zwar noch voll. Ich nehme schon mal weg. Hier bauen wir nämlich auch noch Spikes hin. Ich sag lieber Spike anstelle von Spitzer Stamm. Nennen wir Spikes. Hört sich schön an. So, ich nehme auch weg, aber wir haben keine Ausdauer mehr. Das lassen wir erstmal. Zerlegen, zerlegen. Ah, mit einem Schlag, sehr schön. So, als nächstes. So, dann, wo waren wir? Wir werden uns jetzt erstmal dann weiter Pfeile machen. So, die Axt können wir erstmal hier reinpacken. Der Rest wandert hier rein. 289. Na, damit kann man erstmal ein bisschen arbeiten. 37 Stück davon, allerdings nur noch 80 Holz, aber der produziert auch noch welche. So, unser T-Shirt lassen wir erstmal aus, beziehungsweise unser Hemd. Davon haben wir allerdings auch noch 50. Dann machen wir uns erstmal noch ein paar Pfeile. Wieso ist das eigentlich als Favorit markiert? Das möchte ich nicht. So, okay, dann geht's weiter ans Plündern. 17 Uhr, da können wir noch ein bisschen was plündern. Wieso ist hier schon wieder eigentlich ein... Wieso wird hier ein Airdrop angezeigt? Ganz da hinten, da laufe ich nicht hin. Ach so, das müsste der von Tag 3 dann wahrscheinlich allerdings sein. Denn Airdrop habe ich meines Wissens nach auf 3 gestellt. Okay, wir gehen weiter plündern. Dazu gehen wir jetzt dann erstmal in... Ah, den Tower nicht. Das auch nicht. Wir machen erstmal hier auf der Straße weiter. Dafür wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll, weil es mittlerweile doch ein ganzes Stück ist, sich eine Kiste auf die Straße zu legen, wo man erstmal den ganzen Loot sammelt, damit das ganze Zeug, was man so hat, hochstecken kann. Aber was ist denn hier los? 32 Grad schon wieder. Aber da haben wir das letzte Mal aufgehört. Hier nehmen wir noch den Rest mit, was wir noch nicht haben. Die sind leer, das auch. Das auch, da waren wir allerdings noch nicht. So, schön die Scheiße mitnehmen. Eine Ranch, 216. Nicht schlecht. Na, er will nicht. So, dann gehen wir hier rein. Da ist nämlich auch ab und zu sinnvolles Zeug dabei. Allerdings habe ich hier meistens auch das Glück, auf die ersten Feral-Zombies zu treffen.
Da nicht, da auch nicht, da auch nicht. Sieht hier aus mit 300, das geht. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ah, unsere Spitzhacke ist gut demoliert. So, da liegt schon mal einer. So ist schön. Dann fangen wir mal an. Da ist der nächste. Noch mehr Scheiße. Scheiße kann man nie genug haben. So, hier haben wir noch wahrscheinlich ein Bier. Nicht mal. Oha. Unser erster Polizist. Okay, die ersten zwei Polizisten. Das wird jetzt komplizierter. Erstmal nehmen wir den raus. So. Dann einer nach dem anderen, bitte. Okay, du kannst ruhig explodieren von mir aus. Ich spreng hier alles in die Luft. Dann haben wir nur noch einen. Boah, das war ein Volltreffer. Das gibt's nicht. Ich würde mich nur ungern treffen lassen. Konzentrationsphase. Boah, das gibt's nicht. Ich treffe diesen Scheiß. Kopf nicht, jetzt aber. So, den haben wir. Ne, das ist auch explodiert. Machen die keinen Schaden mehr am Boden? So wie es aussieht, nicht. Natürlich noch einer. Wollen die mich verarschen? Wie viele von diesen. Und noch einer. Ich. Das geht. Okay, so viel zum. Glück in dieser Basis, da wäre mir ja ein Feral lieber gewesen. Als das. Können die sich eigentlich gegenseitig verletzen? Ah, lass mich in Ruhe. So, letzter hoffentlich. Boah, das gibt's nicht. Ich verschieße alle meine Pfeile. Ah, du explodierst auch gleich. So. Ah, die machen echt, so wie es aussieht, keinen Schaden mehr am Boden. So, war's das jetzt? Ernsthaft. Wirklich ernsthaft. Und von oben kommt wieder einer. Ganz ehrlich. Ihr könnt mich mal. Schießt du hier nicht 10 Millionen Pfeile? Bewege mich nur 2 cm weg und dann kommen die nächsten zwei Polizisten. Ey. Okay, soviel zum dem Thema. Ab 16 Version Alpha 16.2. Es hat sich nichts getan. So, probieren wir hier unser Glück. Natürlich lieber eine komplette Wanderhorde, als das noch 5 Stunden weiterzumachen. Frustrierend. Oh, Farbe. Oh, ich glaube, die kennen wir schon. Ne, Painting Wall plus 1. Sehr schön. So, jetzt haben wir natürlich 13 Pfeile nur noch.
Das hat ordentlich gekostet. Dann nehmen wir wieder das Messer. Ich wollte gerade sagen. Und drei. Alter! Wie viele sind das? Verarsch mich doch nicht. 10 Pfeile. So, das könnte einer. Zwei. Alter, was habe ich für ein Glück. Ah, jetzt muss hier nur wieder rauskommen. Nicht explodieren. Geil. Okay, wir nehmen die Beine in die Hand und laufen zu unserer Basis. Wie viele sind das? Das sind, keine Ahnung, das waren 12, 15 Hunde. Ich komme so dermaßen verarscht von dem Spiel vor. Aber ich muss sagen, das war die geilste Aktion. Rückwärts laufend ins Armeelager. Nicht zu wissen, dass da ein Armeelager überhaupt kommt. Nicht zu wissen, wo die Minen liegen. Und so zu laufen, dass der Hund an der Mine verreckt und ich nicht. Gott sei Dank habe ich das. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert. Geilste Aktion bis jetzt im Spiel. Leckt mich am Arsch. Ausdauer weg. Die blöden Hunde, Gott sei Dank auch, so wie es sich anhört. Aber wie viele waren das, bitteschön? Wie soll man das schaffen, ohne drauf zu gehen? Ich bin erst Level 17, wenn da 12 Hunde kommen. Ich bin jetzt Level 17 nicht allzu weit. Oh, machen wir uns einen Frame. Machen wir hier erstmal zu. 21.21 Uhr. Ja, wobei, die Zeit nutzen wir noch. Aber wir halten uns jetzt hier auf. Das Frame packen wir uns schon mal hier hin, falls die Hunde doch nochmal kommen. Aber ich glaube, wenn man den einmal so weit ausgewichen ist, hat sich das mit denen erledigt. Ein Zombie, mit dir komme ich klar. So, durch den Baum, ein Schuss, sehr schön. Dann machen wir hier gleich weiter. Habe ich noch Bier einstecken? Sehr schön. Wobei, 20 Minuten, das ist in-game nicht viel. Der kommt direkt auf mich zu. Den müsste ich am besten noch vorher killen. Der stresst mich sonst die Nacht über. Vorausgesetzt, ich treffe. Boah, ich sag nur, Gott sei Dank habe ich den Schatten von dem einen Zombie gesehen und dann die Hunde. Wenn ich schon wieder gestorben wäre, ich hätte das Spiel erstmal nicht mehr angefasst. Definitiv nicht. Vor allem nicht schon wieder von Hunden. So. Wir gehen erstmal hoch, falls doch heute eine Wanderhorde vorbeikommt. Ich befürchte es fast, denn ich habe Spikes hingebaut. Und die kommen ja gerne mal, um die Spikes wieder abzureißen, die man da hinstellt. So, sobald ich die Schmiede anwerfe, kommt sowieso eine. Aber wir haben sehr viel Erz gesammelt. Das muss eingeschmolzen werden, so oder so. Na, was haben wir denn jetzt weggeworfen? Holz! So, das kann weg. Die Händlerkiste, da packen wir das rein. Wie sieht es denn mit unserem Leben aus? 67. Dann nehmen wir doch glatt nochmal eine Tablette. Heilen und trinken uns jetzt hier wieder voll. Aber was uns jetzt immer noch fehlt, ist Fleisch. Und zwar für Eier mit Speck 5 Eier. Das gibt, glaube ich, aber auch nur 2-mal Eier mit Speck. Ich glaube, man braucht 2 Eier für 1-mal Eier mit Speck. So, Wellness.
Ist das ein Anzeigefehler? Ich habe Energie von 99, aber Ausdauer nur von 97? Ah, jetzt. 99, 99. Okay, es hängt irgendwie hinterher. So, wir machen uns nochmal Pfeilspitzen. Ja, 158. So, Clay haben wir mehr als genug eingeschmolzen. Wir schmilzen erstmal hier weiter. So, haben wir hier noch Spitzen drin? Nein, haben wir nicht. Eine neue. Ne, brauchen wir nicht. Wir haben die hier. Ah, damit ist die wieder fast voll. So, dann einmal sortieren. So, das ganze Kramzeug wieder hier rein. Das... 250 Papier schon wieder. Also Papier haben wir im Überfluss. Wenn uns langweilig wird, können wir einen Brief schreiben. Scheiße zur Scheiße. Wie viel haben wir davon eigentlich schon? 11 Stück? Nicht schlecht. Ah ne, wir haben die 218er. Sehr schön. So, 10-mal Baumsamen. Die können wir dann auch gleich wieder einpflanzen. So, das Lied hier hin. Wobei, die behalten wir mal so. Die hier. Schmiedes Eisen brauchen wir auch noch. So, ich bräuchte etwas, das mich runterkühlt. Minus 3 Grad wäre schon mal nicht schlecht. Plus 2 Grad. Plus 17 Grad. Ernsthaft? Plus 17 Grad. Wir ziehen uns das an. So. Dann Pfeile. Na, das Bier behalten wir, glaube ich, sogar mal im Inventar. Damit könnte man noch mal ein bisschen farm gehen. So, was essen können wir auch noch. Vielleicht kommen wir damit auf die 100. Dann ist es praktisch so, wie wenn wir niemals gestorben wären. Perfekt, 100. Tod, ich sehe keinen Tod. So, das sind 100 Pfeile. Das muss ja wohl reichen. So, okay. Ich würde sagen, wir haben 0 Uhr. Die Folge 7 Days to Die ist zu Ende. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.